Hey Leute, current situation oder wie man das sagt, current mood. Ich bin wieder sehr, sehr müde, aber das ist ja nichts Neues. Ich wollte mich euch mitteilen und zwar, ich merke einfach, dass ich in letzter Zeit sehr ausgelaugt bin, sehr müde. Die Arbeit nimmt mich total ein, also immer fertig, platt, klar. Ich gehe auch immer spät schlafen, selber schuld, wenn man halt um nach 0 Uhr noch anfängt zu kochen oder nach 23 Uhr und dann noch was isst und dann halt erst so nach 2 schlafen geht, dann braucht man sich auch nicht wundern. Ich weiß es ja selber. Aber es ja, ist irgendwie schade, weil ihr wisst ja, ich liebe Instagram und ich mache so gern Stories und ich bin immer gut drauf und alles ist super. Und das ist ja auch wirklich so bei mir. Ich tue ja nichts irgendwie vormachen. Wenn es mir gut geht, geht es mir gut. Ich meine, meine gute Laune hat ja nichts mit meiner Müdigkeit zu tun. Wenn ich müde bin, heißt es ja nicht, dass ich deswegen schlechte Laune habe. Oder? Ich weiß nicht, wie lange die Story jetzt hier geht. Also, was ich euch letztendlich sagen wollte, ist, ihr wisst doch, ich stehe für mehr Realität auf Instagram. Auch wenn ich gerne mal solche Crazy Filter Just for Fun benutze, möchte ich euch zeigen, wie ich aktuell aussehe. Aber das zeige ich euch ja jeden Tag. Ich muss ja nicht immer betonen, dass ich Augenringe habe und etwas Lachfalten. Das ist real. Das ist halt, so bin ich. Ich stehe zu mir auch genau so. Ich brauche kein glatt gezeichnetes Gesicht. Klar, wäre es schön. Ich meine, man wird nicht jünger. Aber letztendlich, diese Filter, die sind einfach nicht real. Die tun einen zu sehr optisch verändern und ich stehe zu mir und das will ich einfach noch mal ganz kurz sagen. Aber letztendlich, was ich euch sagen wollte, Leute, tut mir leid, ich habe das Gefühl, es kommt einfach momentan irgendwie zu kurz mit den Stories. Ich will so viele Bilder hochladen, ich habe so viele Ideen, ich möchte so viele Umfragen stellen, ich komme einfach zu nichts. Wisst ihr, ich bin nur am Kochen. Hello Fresh, Hello Fresh, Hello Fresh. Ah, ich dachte, die Story ist zu Ende. Also, es ist wirklich so, es macht mir Spaß, aber. Natürlich möchte jeder gut aussehen und sich im besten Licht zeigen, deswegen habe ich jetzt auch diesen Filter verwendet. Aber ihr wisst ja einfach nur just for fun, weil ich mag immer noch mehr Realität auf Instagram. Mal, guck mal, so sehe ich doch never aus. Ist es zwar schön und steht mir und ich mache mir vielleicht auch irgendwann mal Lifting Wimpern, was ich laber. Wimpernlifting, eine Freundin hat mir das empfohlen. Es ist halt wie ein Handyvertrag, man muss halt 90 Euro einmal, hat sie gesagt, neu. Und immer wieder auffüllen, 50 Euro. Meine Arbeitskollegen haben das auch schon. Ich könnte es mir überlegen, da muss ich mich nicht mehr schminken, da muss ich die Augen nicht mehr schminken. Klar, man kann sich immer noch schminken, aber die Wimpern machen dann schon einiges her. Ich habe eben so viele Themen, die mir immer wieder einfallen, über die ich mit euch reden möchte. Ist jetzt gerade so, weil ich jetzt gerade wieder wach bin, aber ich muss jetzt unbedingt noch kochen. Ich habe knuspriges Kräuterschnitzel dazu, Ofenkartoffeln und grüner Salat mit Radieschen, das ich noch unbedingt machen möchte. Und bevor ich schlafen gehe und. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange der Akku hier reicht. Jetzt hier bist du brown, kriegst du frown. Ich will keine frown. Bin ich wieder so ein bisschen bräunlich. Der Filter ist auch mega geil. Einfach just for fun. Aber das sieht schon ein bisschen, glaube ich, mehr nach mir aus als das andere. Aber ist ja auch egal. Ihr wisst ja, wie ich im Real Life aussehe. Also zumindest jetzt bei Insta mit minimalem Filter. Aber so viel anders sehe ich im Real Life auch nicht aus. Meine Ängsten und meine Freunde und Familie und wer auch immer, der mich persönlich kennt, kann das bestätigen. Und meine Art ist genauso bekloppt und verrückt und crazy, auch im Real Life, weil ich mich nicht verstelle, weil ich so bin, wie ich bin. Und Leute, steht zu euch, mögt euch, wie ihr seid. Das ist mein Statement für heute Abend. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es gibt einfach leider viel zu viele Frauen und junge Männer da draußen und auch ältere Männer oder Frauen, die nicht selbstbewusst genug sind. Leute, jetzt einen schönen Abend. Leute, gute Nacht, schlaf gut. Ach so, ich dachte, die Story ist zu Ende. Also, ihr Lieben, schlaft gut, träumt süß.